Die Vorlesungszeit beginnt. Auch diejenigen, die in der Examensvorbereitung sind, lernen jetzt mehr. Es ist nicht mehr Sommer, es ist nicht mehr zu heiß. Und jetzt merkst du, wie dich zum Teil das Zusatzangebot, das es da draußen gibt, so erschlägt, dass du dich so ähnlich fühlst wie die Person hier. Das wollen wir nicht. Und da ich dazu beitrage, dass es mehr an Angeboten gibt, will ich heute mit dir Klartext darüber reden, was du brauchst und was nicht. Und ich spreche von Zusatzangebot, das dir helfen soll, durchs Studium und durchs Examen zu kommen. Seien es Lehrbücher, von denen es mittlerweile für einfach 10 oder mehr zum Teil gibt, seien es Podcast-Kanäle, YouTube-Kanäle, konventionelle Repetitorien, Online-Kurse, Mitgliederbereiche wie der, den ich habe, es gibt noch und nöcher an Angebot. Und sehr oft wird dir suggeriert, dass du etwas unbedingt brauchst, dass es ohne sehr viel schwieriger ist oder dass es gar nicht geht oder was auch immer. Und das ist, erlaube mir die zwei Buchstaben BS, ausgeschrieben Bullshit. Nichts davon braucht man in dem Sinne, dass es ohne nicht ginge. Nichts. Und damit möchte ich beginnen mit dem, was man eben nicht braucht. Ich habe es schon zusammengefasst, nichts. Mit anderen Worten, ist es möglich, selber durchs Studium mit einem Lehrbuch oder sogar mit gar keinem Lehrbuch, das man selbst gekauft hat, sondern mit Kommentaren, Kurzkommentaren, den Skripten, die man hat, was auch immer, durch Studium zu gehen. Okay, ein gutes Lehrbuch ist sinnvoll. Welches das aber ist, ist eben die Frage. Also, glaub wirklich niemandem, der dir suggerieren will, dass ohne sein Angebot, auch wenn das in kostenlos ist im weitesten Sinne, dass du ohne nicht mit durchkommst. Das stimmt einfach nicht und ich würde da eher hellhörig werden. Es gibt allerdings eine Sache, die du nicht nur brauchst, sondern die auch deine Wunderwaffe ist. Die gute Nachricht ist, die hast du selber, die bist du nämlich selber und deine Aufgeschlossenheit, dein Interesse und deine Neugierde. Wenn du es schaffst, Jura nicht mehr als lästiges Studium zu sehen, sondern wenn du es erlaubst, dass du regelrecht Interesse entwickelst, dass du dich fragst, Moment, der Streit, der ist aber skurril, warum wird denn jetzt darüber gestritten? Was steckt denn dahinter? Und es steckt immer etwas dahinter. Und wenn du da mal einen Forschungs- und Entdeckergeist entwickelst und nicht mehr nur das konsumierst, was man dir vorgetragen hat, ob mündlich in der Veranstaltung oder eben im Lehrbuch, sondern wenn du selber versuchst zu verstehen, dann hast du wirklich eine Wunderwaffe in der Hand. Das versuche ich zu kultivieren im Mitgliederbereich, wo ich immer wieder zurückkomme auf diese Frage, worum geht es denn hier? Und wo ich immer ermuntere, die Studierenden auch nachzudenken, zu hinterfragen, zu besprechen mit mir. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, dass eine derartige Vorgehensweise in deinen Vorlesungen, in deiner Fakultät bereits gegeben sind, dann kannst du das auch selber kultivieren, indem du zum Beispiel in deiner Lerngruppe aus rein formalem, was haben wir heute gelernt, eine Art Debattierclub machst. Und auch privat,
indem du Spaß an der Freude entwickelst. Dir passiert irgendwas draußen, dir wurde ein anderes Essen geliefert oder die Beilage war anders, als sie auf der Karte stand. Und überleg doch mal zu Hause, was wäre das denn rechtlich? Einfach so und aus Spaß an der Freude, ohne eine Klausur. Und guck dir das an. Such in den juristischen Datenbanken, in deinem Lehrbuch, in einer Kommentierung. Unter Umständen fang an zu googeln sogar darüber. Selbst Juristisches kann man sehr oft, gerade für den Anfang, um mal einen Anhaltspunkt zu haben, wenn man selber noch nicht weit genug ist, ansetzen. Aber es geht immer darum, eben Jura mit anderen Augen zu sehen, nämlich mit neugierigen, mit wissbegierigen Augen. Und ja, das klappt natürlich nicht jeden Tag, ne? Es ist nicht so, dass man jedes Mal Juhu schreien wird, sondern sehr oft wird man denken, oh, nicht schon wieder ein Rechtsstreit oder ein Meinungsstreit. Das geht mir auch nicht anders. Aber trotzdem, unterm Strich, ist es eine Wunderwaffe, wenn man eben Interesse an dem Fach hat und auch zeigt. Und viele Studierende erkennen gar nicht ihr Interesse, weil sie es zugeschüttet haben mit zu viel Konsumieren. Und da ist die klassische JuristInnenausbildung nicht ganz unschuldig. Da ist der Fokus viel mehr auf der klassischen Vorlesung, wo jemand von der Kanzel her etwas erzählt und manchmal auch erklärt, aber letztlich, wo nicht so viel interaktiv auch ermutigt wird, das Mitdenken und sich selber erschließen. Das ist schade, das wird sich ändern, denke ich, im Laufe der Zeit. Es ist bereits sich am Ändern. Ich habe zum Beispiel früher oft in den regulären Vorlesungen gesagt, so Gesetz zu und ich schildere euch mal einen Verlauf. Und was würdet ihr denn, wie würdet ihr denn das regeln, wenn ihr Gesetzgeber wäret? Und so gut wie immer kamen die Studierenden dann wirklich zu den Ergebnissen, die entweder im Gesetz so drin standen oder die hätten drin stehen können, weil es irgendwann mal Bereiche gibt, wo man sich entscheiden muss. Aber das hatten die dann selbst erkannt. Und ich halte es da wirklich mit Galileo Galilei, der gesagt haben soll, zumindest, ich habe das jetzt nicht historisch überprüft, aber es wird ihm zugeschrieben, der Spruch, du kannst niemandem etwas lehren, du kannst ihm nur helfen, es in sich zu finden. Und dafür ist eben die Fertigkeit, die dich dazu führt, eben diese Neugierde, die optimalerweise geweckt wird und unterstützt wird. Jetzt, wodurch wird sie geweckt und unterstützt? Das ist eine andere Frage. Es gibt nämlich viele Dinge, die helfen. Sie alle funktionieren wie ein Schlüssel. Es gibt nicht einen guten oder schlechten Schlüssel. Es gibt einen Schlüssel, der in ein Schloss passt und einen, der in das andere Schloss passt. Und wenn du den Schlüssel zum falschen Schloss nimmst, dann ist der Schlüssel nicht schlecht, sondern er passt nicht. Und das Gleiche gilt für das Zusatzangebot, das es auf dem Markt gibt, ob kostenpflichtig oder kostenfrei. Die Kunst besteht darin, den passenden Schlüssel zu deinem Schloss zu finden. Und hier ist leider Gottes ein Bereich, der keine exakte Wissenschaft ist. Das ist mehr Kunst, das zu finden. Und es kann sich auch verändern. Aber auch hier hilft dir ein Forscher- und Entdeckergeist und eine Neugierde, die du auch im Hinblick auf die juristischen Inhalte bereits hast, wenn du bis hierhin dabei bist. Und erstens wirst du dann merken,
wie du am besten das, worauf du neugierig geworden bist, verstehst. Das ist das eine. Du wirst auch erkennen, wo deine Probleme liegen. Das heißt, du wirst deine Schlösser besser kennenlernen. Und ab da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erkennst, welcher Schlüssel dazu auch passt, sehr viel größer. Und ansonsten gilt, probier direkt Dinge aus, probier auch wieder nicht genau gleich, nicht 1:1 gleich, denn dann bist du bei dem Spruch, der wiederum Einstein zugesprochen wird, dass es die Definition des Irrsinns ist, Dinge immer wieder genauso wie vorher auszuprobieren und zu erwarten, dass das Ergebnis anders ist. Das heißt, wenn du etwas ausprobiert hast, erstens lass jedem Angebot eine gewisse Zeit. Ein Buch ist vielleicht auf der 5. Seite dann doch das Richtige, auch wenn du auf der 1. Seite dir denkst, da habe ich jetzt nicht so den Zugang, aber auf Seite 5, ich habe mich dran gewöhnt, gut, dass ich den Biss gehalten habe. Auch hier noch einmal gibt es leider Gottes nicht eine quantifizierbare Angabe, wie viel Zeit man den Dingen und den Angeboten lassen sollte. Das kommt darauf an, wie du selber bist, wie komplex das Angebot ist. Es gibt Dinge, da merkt man sofort, nein, das will ich nicht, ich habe eine Aversion gegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn man sich gut kennt, dass man weiß, das ändert sich regelmäßig nicht, dann ist es vielleicht sinnvoll, direkt eingangs zu sagen, okay, ist nichts. Aber zu vorschnell sollte man es auch nicht tun, denn manchmal ist es einfach etwas, insbesondere wenn es ungewohnt ist, ungewohnte Dinge mag der Mensch nicht so gern. Wir sind Gewohnheitstiere. Das ist auch gut so früher gewesen, denn so war das Überleben halt gesichert. Ne? Aber das heißt, dass gerade in Bereichen, wenn man im Kopf festgefahren hatte, so ist Jurastudium. Jurastudium ist eine Frau oder ein Mann steht da vorne, erzählt was und ich schreibe mit. Und jetzt soll ich mitdenken. Nee, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Dann, wenn das nur ungewohnt ist, würde ich sagen, gerade dann probier's. Denn andersrum, wenn das, was du vorher ausprobiert hast, nicht funktioniert hast, probier mal was ganz anderes, auch etwas, was dir so natürlich nicht kommen würde. Und wie lange? Wie gesagt, das musst du selber wissen, denn es ist genauso schlecht natürlich, wenn man dann zu lange bei etwas verharrt, obwohl es nicht passend ist. Ne? Denn irgendwann ist dann der Schlüssel sogar gebrochen und dann noch schlimmer, dein Schloss ist verstopft. Auch hier kommt es zurück auf das, Herr, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit untereinander zu unterscheiden. Ähnlich auch hier. Herr, erleuchte mich sozusagen so viel die Chance zu geben, wie erforderlich ist, aber eben, wenn es wirklich nicht klappt, doch etwas anderes auszuprobieren. Merkst du irgendwas? Auch hier gilt dieses, es kommt drauf an. Und merkst du das Zweite? Warum benutzen wir in Jura so viel, dass es kommt drauf an? Weil Jura das Leben wiedergibt und das Leben ist komplex. Und komplex sind die Dinge, wenn sie komplex sind, andersrum, dann kann man eben nicht vorgefertigt sagen, wie es ist, sondern es kommt drauf an. Man muss sich alle Faktoren anschauen. Und so ist das auch bei der Frage, was du brauchst, was nicht. Also, lass dich nicht erschlagen, mach nicht die Suche nach den Hilfsmitteln zum Selbstzweck. Denk dran, es gibt nicht den Heiligen Gral. Auch die Dinge, die dir helfen, die sind nur da, um dich zu unterstützen. Wenn du den passenden Schlüssel gefunden hast,
musst du den immer noch selbst durch die Tür stecken und dann musst du auch selber durch die Tür gehen. Und das bedeutet, dass du nicht drumherum kommst, Eigenverantwortung zu zeigen im Studium und diese nicht nur im Hinblick auf die Wahl des Mittels, sondern auch im Hinblick auf das eigene Interesse und den eigenen Antrieb. Im Übrigen kannst du dich aber trotzdem auch unterstützen lassen. Die Aussage, dass es letztlich deine eigene Verantwortlichkeit ist, heißt nicht, dass du dich darin nicht unterstützen können solltest oder auch könntest. Es gibt Unterstützung. Es gibt Unterstützung zum Beispiel bei der Studienberatung. Da kannst du sicherlich hingehen und sagen, die und die Probleme habe ich bei meinem Studium. Habt ihr einen Tipp, was mir da helfen könnte? Ich biete zum Beispiel auch sowas an in meinem Mitgliederbereich, indem ich ein kostenloses Coaching anbiete, wo mir jemand schildern kann, wo er oder sie sich befindet und wo ich dann gemünzt auf diese Person sagen kann, das könnte funktionieren, das könnte man mal ausprobieren oder das könnte man mal ausprobieren. Ich bin mir sicher, andere Anbieter werden Ähnliches haben. Du kannst das natürlich auch in deiner Lerngruppe besprechen. Wie gesagt, mach doch einfach einen Debattierclub draus, wo ihr auch immer wieder mal drüber sprecht, was denn helfen könnte, wie ihr euch wohl unterstützen könntet. Und oft nicht nur im Hinblick auf euch selbst, sondern man hat oft einen klareren Blick von außen auf andere, dass man sagen kann, ach, ich habe da letztens einen Podcast gehört zum Beispiel, der war für mich nicht so unbedingt das Richtige, aber für dich, da könnte er sehr interessant sein. Also, öffne die Augen, öffne deinen Forscher- und Entdeckungsgeist, deine Neugierde, lass dich dabei auch unterstützen und denk dran, du brauchst nichts, du kannst mit deinen eigenen Bordmitteln sehr weit gehen und genauso weit, teils noch weiter als mit Hilfsmitteln. Trotzdem ist es natürlich eine ganz schicke Geschichte, wenn du ein passendes Hilfsmittel findest, denn dann kannst du noch effektiver vorankommen. Nicht, dass du es ohne nicht könntest, aber so kannst du es schneller, effektiver, was auch immer. Mit weniger Stress, mit weniger was auch immer. In diesem Sinne, bleib neugierig und auf geht's in einen schönen, produktiven und effektiven Herbst.